So, und das würde bedeuten, wir hätten demnächst wieder mehr Tabak zur Verfügung. Wir können hier sogar schon die Kanonen ausladen. Die brauchen wir ja später für unsere großen Kriegsschiffe. Du darfst dich reparieren übrigens. So, dann schauen wir mal. Der Rest wirkt stabil. Stoffe ist noch so eine Frage, aber da können wir hier unten noch Baumwollplantagen bauen. Aber nicht wir. So, und dann würde ich hier oben eigentlich mal... Ein Schiff wurde repariert. Übrigens interessant, dass jetzt hier alles voll mit Bäumen ist. So, wir können mal gucken, was sind denn die Militär... Die Heereskosten sind 84. Okay, also ihr könnt euch ruhig dahin stellen. So, und dann würde ich mal zu dem Schiff da unten gehen. Und dann kannst du auch dahin fahren. Das heißt, meine Kanonen kommen wieder aufs Schiff. Ich habe keinen Stahl mehr. Okay, den darfst du noch verarbeiten. Kannst du dich schlafen legen? Dann können wir mal gucken. Okay, Eisen ist wirklich echt alle. Das heißt, wir können beim Einkauf gucken, dass wir hier sagen, zack, zack, Eisen. Aber ich glaube, den bringt niemand. So, 56 Tonnen Hammer. Der Rest ist für die Kanoniere draufgegangen, die ich leider draufgehen lassen werden muss. So, und ansonsten haben wir auch keine Metalle mehr. So. Das heißt, eigentlich können wir die Kanonenschmiede abbauen. Da, da, da. So, und hier oben könnten wir jetzt theoretisch sagen... Wir bauen hier noch einen Marktplatz hin. So, eigentlich würde ich jetzt gerne erst einmal hier wieder ein bisschen roden. Und dann haben wir da eigentlich den Marktplatz, bei dem wir uns halt überlegen können. Unerbittlich brennt die Sonne auf eure Felder. Der Boden trocknet aus. Okay. So, die Frage hier ist auf jeden Fall, wie würde ich die Dinger bauen? Wir können ja hier oben noch ein bisschen Tabak bauen, noch so zwei zum Beispiel. Also ich meine, da habe ich vier, da habe ich vier. Eins, zwei, drei, vier. Zwei
2 für 4 ist eigentlich genug. Habe ich nicht 2 für 4 da unten oder habe ich nicht mehr? Ich habe eine 2. Sonst habe ich keine mehr, oder? Ich hatte mal noch eine. Ach, da sind wir diese mit diesen unterschiedlichen Karten. So, wie schaut's denn aus mit dem Tabak? Ich glaube, er erholt sich wieder. Ich bin aber nicht sicher. Weil theoretisch müsste ich ja jetzt Tabak liefern bis zum Abwinken. Das würde auch bedeuten, dass ich theoretisch... Könnte ich sogar noch 2 hinbauen. Dass ich theoretisch sogar noch 2 wieder hinbauen könnte. Ja, hier habe ich jetzt 3. Einen kann ich auf jeden Fall hier noch hinbauen. Wenn ich nicht sogar sage, ich mache 1, 2. Dann würde ich da hinten aber Alkohol hinbauen wollen. Hier sogar vielleicht so, ne? Eins und... Und das wäre dann ja hier oben lang. Das wären dann... Wobei ich das natürlich noch massiv ausdehnen kann. Also ich muss das ja nicht beschränken auf... Eins... Zwei... Es ist halt immer dieses, wenn diese, wie heißen sie denn, so ein bisschen suboptimal liegen. Diese Marktplätze. Da würde ich eigentlich den fast mal nehmen und hier hinbauen. So, und dann würde ich hier sagen, du kannst mal hier rüber. Und den da würde ich fast abreißen. Können wir nämlich hier theoretisch schon Wein hinbauen. Das mache ich jetzt alles mal mit Weinstöcken voll. Das Volk bekommt kein Baumaterial. So, und das würde bedeuten, wenn ich jetzt hier so baue, einmal, zweimal, wären schon mal zweimal Weinstöcke. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. In der Theorie kann ich da sogar noch einen dritten Weinstock hinbauen. Geht das? Nee, geht nicht. Da müsste ich einen wegmachen. Es wird dann aber auch nicht passen von der Menge. Nee, das wäre nicht gut. Nee, das wäre nicht so gut. Okay. Theoretisch kann ich aber auch hier sagen, da hinten, Tabakfeld. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. Tabakfeld. So. Genau. So, dann könnten wir hier anfangen und sagen 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 6 und einfach darüber.
Das wären dann nochmal 2 Tabakfelder. Also quasi hier. Eins, 1, 2, 3, 4. Zack. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Zack. So. Dann können wir dich dahin machen und dahin. So, und das würde sogar bedeuten, ich könnte hier einen hinbauen. Ich könnte da einen hinbauen, den muss ich noch auffüllen, das weiß ich. Dann könnte ich vielleicht sogar noch das klappt nicht. Es gäbe eine zu große Überschneidung. Es sei denn, ich schiebe das Zeug ein bisschen nach oben. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Weil ich auch da hinten nochmal durchkommen wollen würde. So, das heißt, ich würde hier gerne eine Steinbrücke bauen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so blöd, gerade so wie es ist. Dann könnte ich hier noch sagen, Tabak. Den Tabak könnte ich sogar vielleicht noch ein bisschen runterziehen. Also eigentlich wäre der Tabak ja so, so. 2, 3, 4. 1, 2. So, das wäre ja theoretisch möglich mit dem Tabak. Mal, wie es da unten mit unserem Tabak aussieht. Hält sich gerade die Waage. Aber es kommen halt viel mehr Waren rein, als ich jetzt verarbeite. Das heißt, eigentlich könnte ich noch eine Tabakschmiede bauen. Eine Tabakschmiede. So. Gut. Hier oben bin ich halt gerade am Überlegen. Zack. Zack. Also, wir könnten ja theoretisch zack. Zack sagen. Hier 1, 2, 3 und dann hier rein und hier rein. Und so ähnlich wird es ja hier drüben auch. Also das wäre ja hier 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich könnte hier reinfahren und hier rüber. Da ist die Überlegung, brauche ich da überhaupt einen Tabak? Oder teile ich mir die Insel nicht in links und rechts für Alkohol und nicht Alkohol auf? Zuckerrohr wäre halt auch nicht schlecht. Aber ich glaube, die Frage ist halt immer, wie viel von was muss ich halt wirklich machen. So. Ich würde jetzt eigentlich, bevor ich da baue, darauf warten, dass sich die Ressourcen wieder erholen. Also die Ländereien. Eigentlich hier oben. Wenn man den anderen jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen anders bauen würde, könnte man hier hinten vielleicht auch noch ein Feld umbauen. Naja, definitiv. Mehr als einer wird es allerdings leider nicht, aber definitiv könnte ich da noch einen hinbauen. Hier unten theoretisch auch, oder? Ja, nur knapp.